Hey Leute, was geht? Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ich hoffe, euren Familien geht's gut. Ihr wisst, ich bin eigentlich nicht so der Typ, der vor Kamera spricht. Aber ich muss euch jetzt etwas sagen. Und das kann ich halt nicht in einem schriftlichen Statement machen. Batterie niedrig. Fuck you. Ich will mich auch kurz fassen. So gut es geht. Klar muss ich ein paar Worte sagen, ein bisschen quasseln. Aber okay. Also, eine jahrelange Karriere muss jetzt ihr Ende finden, weil das, was aktuell um meine Person rumgeht, das ist einfach nicht cool. Ich kriege DMs mit Beleidigungen bis heute, du dreckiger Jude, du Hurensohn, Mutter, Vater, Onkel, Tante, Schwester, alles, was du willst. Ich werde bedroht. Von allen Seiten, von allen Ecken. So Shitstorms und sowas, das war mir eigentlich immer egal. Damals angefangen mit Boss Aura 1, dass ich das Album mit Autotune versaut hätte. Ganz Deutschland hat mich gehasst. Mir war das scheißegal, ich habe mich da trotzdem irgendwie rausgekämpft. Oder, keine Ahnung, JBB wäre fake gewesen, dass Julian mich einfach so aus Freundschaft weiterkommen ließ. Aber wer Julian kennt, der weiß ganz genau, dass der einen nicht einfach so weiterkommen lässt, weil er selber ja einen Ruf zu verlieren hat. Und ihr könnt ja gerne einfach nochmal reinhören und selber sagen, ob ich verdient gewonnen habe oder nicht. Aber sei das mal dahingestellt. Das ist scheißegal jetzt gerade. Auf jeden Fall. Es ist nicht leicht. Aber ich sehe einfach keinen Sinn darin mehr. Ich bin auch kein Streaming-Act, wo die Leute einfach rauf und runter die Songs pumpen und einfach nur, weil sie Bock auf das Lied haben. Ich bin mehr ein Künstler, bei dem es darum geht, dass die Leute sich mit mir identifizieren können als Person. Es geht mehr um Personenkult, es geht um eine Supporterschaft, es geht um Gangzusammenhalt. Das funktioniert mit diesem Schaden, den ich jetzt genommen habe von der Sache, meiner Meinung nach nicht mehr. Deswegen kann ich so einfach auch nicht mehr weitermachen. Ich habe auch ehrlich gesagt keine Kraft. Ich habe angefangen 2005 mit Kolle zusammen. Richtig Gas gegeben habe ich ab 2011 ungefähr. Ich habe wirklich 14, 15 Stunden täglich gehustelt. Ich habe nichts gehabt, keine Freizeit, keine Familie, gar nichts. Ich hatte einen kleinen Break, so Richtung 2018, nach dem Album Started From The Bottom. Aber erholen konnte ich mich nicht wirklich davon. Ich habe im Hintergrund noch ein bisschen was gemacht, Künstler gepusht, dies, das, Ananas, tralala. Aber wie gesagt, richtig erholt habe ich mich nie. Und jeder schwächelt irgendwann mal. Selbst ich, auch wenn es schwer ist, das selber einzusehen. Was soll ich euch sagen, Leute? Ich sehe einfach keinen Sinn darin mehr, mich jetzt noch auf Social Media aufzuhalten oder sonst irgendetwas zu machen. Auch meine Freunde wissen auch, dass ich immer gerne etwas hätte, was mich nicht abhängig macht von der Musik, sondern irgendein Side-Business, irgendein Standbein, ein stabiles, damit ich einfach Musik aus Leidenschaft machen kann und nicht gezwungen bin, Musik zu machen. So, weil viele von euch da draußen aus derselben Branche wissen auch, wie das ist, so einem hohen Leistungsdruck ausgesetzt zu sein. Man ist nie frei. Man fühlt sich teilweise auch prostituiert. Einfach, man ist die Nutte von der Öffentlichkeit und da habe ich einfach keinen Bock mehr drauf. Was soll ich euch sagen? Es ist schwer, aber ich glaube, das ist der richtige Schritt. Ich will, bevor ich jetzt Bye-bye sage, noch ein paar Sachen sagen, die mir wichtig sind, die ich so nie erwähnt habe. Viele werden jetzt auch sagen, ja, er ist gefallen, wir freuen uns, das ist... Wir gönnen ihm das. Aber ich denke,
das ist kein Fall. Das ist eher eine Befreiung. Und ich bin schon bei 5 Minuten. Ja, ich glaube, ich mache das in 2 Teilen, sonst wird das eventuell zu lang. Ja, bevor ich jetzt raus bin, will ich noch ein paar Sachen sagen. Und das mache ich im nächsten Teil. Bis gleich. So, als allererstes will ich mich natürlich bei meinen Fans bedanken. Ihr seid die krassesten Supporter. Ihr habt mich immer unterstützt. Seit Tag 1. Ihr habt mir dieses Leben ermöglicht und ich habe sehr, sehr gut gelebt. Danke euch. Ihr habt 2 Alben auf 1 gebracht. Ihr habt Eloa Gold gegeben. Started from the Bottom müsste theoretisch auch eigentlich längst Gold sein. Ich verstehe da auch nicht, was da bei der GfK los ist. Da müsste man nochmal nachschauen. Ich meine, wir sind so Richtung 200 Millionen Streams. Und 35.000, 40.000 Boxen so um den Dreh. Keine Ahnung, das müsste man nochmal prüfen. Aber meiner Meinung nach ist das auch schon Gold. Aber ja, das checkt man dann noch. Auf jeden Fall, BBM ist die krasseste Fanbase. Ich danke euch wirklich von ganzem Herzen. Ohne euch wäre ich nichts. Und BBM ist und bleibt die Gang, egal wo die Reise hingeht. So, als nächstes, ich muss mal ein bisschen ablesen, dass ich keinen vergesse. Als nächstes möchte ich meinem Bruder Salah danken. Salah, Bruder, du warst immer für mich da. Egal ob in schlechten Momenten, ob in guten Momenten. Wir haben zusammen gelacht, wir haben zusammen Kriege geführt. Du standest immer hinter mir, ich stand immer hinter dir. Und wir werden immer Brüder bleiben, egal was passiert. Egal wer was macht, egal wer was sagt, du bist immer mein Bruder. Okay? Ich möchte auch Salahs Brüdern und seiner Familie danken. Sehr, sehr, sehr gute Leute. Wirklich, ich liebe euch, Leute. Ihr seid einige der krassesten Jungs, die ich jemals kennengelernt habe. Ja, ich danke euch allen für die ganzen Jahre. Okay, als nächstes möchte ich meinem Bruder Kolle danken. Wir haben immer wieder unsere kleinen On-Off-Phasen gehabt. Klar, wir kennen uns seit 2005. Sowas kann schon mal passieren. Aber wir hatten nie seriösen Streits oder es hat nie jemand seriöse Bitch-Moves gemacht, für die man einen hassen könnte oder sonst irgendetwas. Ich habe mit Kolle zusammen 2005 angefangen. Er war natürlich, klar, immer besser als ich. Er hat so ein bisschen die Mentorrolle eingenommen. Wir haben beide Technik sehr gefeiert, Reime gefeiert, Double Times gefeiert, haben uns ausgetauscht. Ich wurde irgendwann besser, irgendwann hat sich das so ein bisschen eingependelt, sage ich mal. Wir hatten auf jeden Fall immer Spaß an der Mucke und wenn man sich gesehen hat, dann ging es immer rund. Ein Reim nach dem anderen, haben immer Reime-Games gezockt und hast du nicht gesehen. Aber ja, er hat jetzt auch aufgehört und ich kann es verstehen. Also ich habe selber keinen Bock mehr. Ja, was soll ich sagen? Kolle, du warst immer mein Bruder und du wirst immer mein Bruder bleiben, egal was ist. Ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute. Und in meinen Augen ist Kolle der beste Rapper Deutschlands und wird es auch immer bleiben. Kolle, Bruder, alles Gute. Als nächstes möchte ich Danke an Digital Drama sagen. Er hat mich so gut wie meine gesamte Karriere begleitet mit seinen Beats. Wir haben zusammen gewohnt im Studio. Wir haben auf Matratzen gepennt, auf Couch gepennt. Wir haben wirklich eine sehr krasse Zeit gehabt. Haben viel zusammen gemacht. Ja, der gute Bre, der hat zwar nicht immer viel gesagt, aber der hat ein sehr, sehr gutes Herz. Das ist wirklich ein Herzensjunge. Sehr, sehr stabiler Bruder. Ich wünsche dir auch alles Gute, dir und deiner Familie. Okay, als nächstes Sansa. Wissen einige von euch wahrscheinlich. Damals in der RBR war er so gesehen der Erste, von dem ich was gehört habe.
Und ich habe ihn gefeiert und der hat mich motiviert, auch mit Rap anzufangen. Ich habe seine Runde gepumpt damals und das Coole war, er war so einer der wenigen, die nicht abgehoben waren. Also es war easy, mit ihm in Kontakt zu treten damals und wir haben auch zusammen dann Mucke gemacht, haben uns gut verstanden und eines Tages fand ich es halt richtig, ihn zu sein und ihm auch die Aufmerksamkeit zu geben. Als kleines Dankeschön. Plus, ich habe ihn natürlich auch gefeiert. Also ich stehe hinter seiner Musik. Ich feiere Sansa, ist klar. Sansa, Bro, ich wünsche dir alles Gute. Und danke dir auch für alles. Als nächstes an Dankeschön an Mavi. Die Jungs waren da zu einer sehr schweren Zeit, als meine Oma verstorben ist. Da ging es mir wirklich sehr schlecht und ich glaube, das war das Schlimmste, was mir jemals in meinem Leben passiert ist. Und zu dieser Zeit waren die Jungs einfach sehr oft bei mir. Wir haben zusammen Mucke gemacht, wir haben viel gelacht, wir haben viel Zeit verbracht. Ich konnte mich leider nicht so um die Jungs kümmern, wie es denen zustehen würde. Ich konnte mich nicht mal wirklich um mich selbst kümmern, mal Hand aufs Herz so. Ich habe nie ein Management gehabt in dem Sinne. Ich habe alles selber gemacht, ganze Labelarbeit immer selber gemacht, Künstler gepusht, mal gut, mal nicht so gut. Und ja, die BBM-Fans haben die Jungs auch nicht wirklich so gut aufgenommen. Der Musikstil hat wahrscheinlich nicht so gepasst, keine Ahnung. Ich selber habe die Jungs aber immer sehr gefeiert und ich feiere die immer noch. Und ich hoffe, ihr werdet euren Weg gehen. Und an dieser Stelle nochmal eine Entschuldigung, dass ich euch quasi nicht so pushen konnte, wie es euch zustehen würde. Und ich wünsche euch alles Gute und ihr werdet euren Weg schon gehen. Dann geht ein Dankeschön raus an Universal für die jahrelange Zusammenarbeit. Ihr wart wirklich immer am Start, egal welche Uhrzeit. Ihr habt immer die beste Arbeit geleistet. Auf euch ist immer Verlass gewesen. Ja, muss man nicht viel zu sagen. Universal ist die stabilste Firma. Das ist ja klar. Ein besonderes Dankeschön geht an Annika von Chapter One. Das ist ja auch da, wo ich gesigned bin, Tochterlabel von Universal. Annika, also wirklich, was Artist-Management betrifft, ich kenne viele und in meinen Augen ist das wirklich der beste Artist-Manager, den ich je kennengelernt habe. Habe mich auch immer persönlich gut mit Annika verstanden. Annika hat auch immer sehr viel für mich getan. Und dafür möchte ich auch nochmal ein großes Dankeschön aussprechen. Annika, du bist die Beste. Ein Dankeschön geht auch an Tom. Tom ist wirklich ein sehr, sehr stabiler Mann. Man denkt, er hat eigentlich keine Zeit bei seinem vollen Terminkalender. Er hat immer so viel um die Ohren. So alleine ein Telefonat mit ihm zu bekommen, ist schon nicht einfach. Aber das Krasse daran ist bei ihm, wenn er dir etwas zusichert, egal wie klein das Detail ist, er hält sein Wort, er kümmert sich darum. Und ich bin selber verwundert, wie er das einfach so hinbekommt. Und ja, Tom, ein Dankeschön an dich auch für alles. Sehr stabiler, sehr krasser Mann auf jeden Fall. Ich habe sehr, sehr viel Respekt vor ihm. Ja, ein weiteres Dankeschön geht an meinen Bruder Daniel Zlotin. Er hat für mich die krassesten Videos gemacht. Er war auch immer ein privater Freund. Also Daniel Zlotin und ich verstehen uns maximal. Wirklich sehr, sehr, sehr guter Junge. Bei dem Dreh für Apocalyptic Endgame hat er und sein Team, die haben auch sehr, sehr viele Überstunden geschoben, sehr, sehr vieles nicht berechnet. Das Video hat budgetmäßig sowieso schon den Rahmen gesprengt. Ja, was soll ich sagen? Auch schöne Grüße an Edin an der Stelle. Auch sehr, sehr guter Junge. Ja, vielen Dank, Bruder, für alles. Das schätze ich sehr. Mein nächstes Dankeschön geht an Roos. Egal wie wer jetzt gerade zu wem steht oder wie abgefuckt wer ist oder nicht. Roos, du hast mich immer gepusht. Du hast mich immer unterstützt. Du hast immer gesagt, dass ich krass bin.
Ich weiß auch heute, dass was ich dir gegenüber getan habe, nicht richtig war. Das war falsch. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Aber darum geht es hier nicht. Ich will einfach nur, wenn ich jetzt gehe, dann will ich mit Gesicht gehen. Und es wäre falsch, das nicht zu erwähnen. Deswegen, Bro, ich danke dir für alles und ja, es tut mir leid nochmal. Okay. Nächster Dank geht an Marvin California. Was soll ich euch zu Marvin sagen? Sehr, sehr guter Junge. Wir können immer ungefiltert sprechen. Ich bin kritikfähig, er ist kritikfähig. Er kann über mich sagen, was er will. Ich heul da nicht rum. Ich weiß jetzt nicht. Ich kenne nicht jedes Video von ihm, so ist klar. Ne? Ob er über mich Scheiße labert oder nicht, ist gar kein Problem. Das wissen wir beide. So, deswegen verstehen wir uns auch so gut. Wir lachen viel, wir telefonieren sehr oft. Sehr, sehr guter Junge. Und hat mich auch natürlich immer gepusht. Und dafür auch ein sehr, sehr großes Dankeschön, Marvin. Habibi, ja. Der nächste, dem ich danken möchte, ist Dennis Sand. Auch ein sehr, sehr enger Bruder von mir. Damals, als ich Money Rain Entertainment Tape released habe, ist er von Berlin extra nach Osnabrück gekommen mit einer Hennessy-Flasche, hat einen Artikel geschrieben über mich. War so gesehen, glaube ich, der erste, der mich da auch quasi gepusht hat in dieser Form. Hat mit mir zusammen ein Buch geschrieben. Ist an sich ein Typ, auf dessen Meinung ich sehr, sehr, sehr hohen Wert lege. Weil er ist einfach ein sehr smarter Typ, ist ein Bruder, der mir nie was Schlechtes will. Dennis Sand, hab dich ganz doll lieb, Habibi. Okay. Dann geht ein Dankeschön raus an Julians Blog, du alter Kackhaufen. Ja, wir haben auch zusammen gelebt, wir haben viel zusammen gerissen, wir haben maximal zusammen gearbeitet. Wir haben viel durchgemacht zusammen. Wir haben uns leider getrennt, als diese Sache mit PS Sports losging. Ich will jetzt keine Anschuldigungen machen oder sonst etwas. Darum geht's hier nicht. Wer schuld ist, wer nicht schuld ist, das spielt absolut keine Rolle. Ich habe heute kein böses Blut, nichts. Wir haben uns einfach getrennt damals, weil PS Sports uns attackiert hat und ich bin voll reingegangen. Und Julian hat dann irgendwann mittendrin einen Rückzieher gemacht. Hat sich irgendwie verloren. Ich weiß auch nicht, das ist am Ende auch seine Sache. Aber ja, das war halt der Grund für die Trennung. Ich hoffe aber heute, dass es ihm gut geht, dass er glücklich ist und ja, vielleicht sieht man sich mal wieder, vielleicht nicht. Alles Gute dir auf jeden Fall, Julian, und vielen Dank für alles. Natürlich geht auch ein Dankeschön raus an Alberto. Wir hatten zwar keine lange Zeit, aber eine sehr, sehr coole Zeit. Chicken Wings und so. Du weißt Bescheid, Brudi. Auch ein sehr, sehr cooler Typ. Also habe ich maximal gefeiert und ja, er hat mich mit Salah bekannt gemacht. Durch ihn habe ich einen sehr, sehr starken Bruder gewonnen. Und ja, dafür möchte ich ihm einfach danken. Und ich hoffe auch, dass es dir gut geht. Ja, Brudi. Ansonsten noch ein Dankeschön an AK. AK ist auch ein sehr, sehr cooler Typ. Hat uns immer geholfen. Hat teilweise sehr, sehr gute Arbeit geleistet für uns. Haben sehr coole Zeiten gehabt miteinander. Wir haben immer FIFA gezockt, wie ist das anders? Auf jeden Fall AK, du weißt, ich habe dich immer gefeiert, auch früher gefeiert, zu deinen Overground-Zeiten, Schick mir einen Engel und so weiter, als ich jünger war. Du machst deinen Weg und ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute. Und ja, Habibi, was soll ich sagen? Noch ein Dankeschön geht an Jörg. Jörg war ein, also was heißt war, ist ein privater Freund von mir, mit dem ich immer noch gut bin natürlich. Und ja, er hat mir auch immer geholfen, wo er konnte, egal um was es ging. Und deswegen auch ein besonderes Dankeschön an Jörg. Klar, sein Humor ist teilweise ein bisschen geschmacklos, aber das ist alles cool. Brudi, ich danke dir. Und ja, eine Sache muss ich noch sagen. Und zwar,
Oh nein, ich glaube, es wird Teil 3, weil wir jetzt 14 Minuten 33 haben. Okay, ich mache einen Teil 3. Es wird kurz. Bis gleich. So. Kommen wir zu dir, PA. PA Sports. Ich habe heute kein böses Blut mehr. Natürlich, ich bin Battle Rapper. So, klar, jeder hat so sein Ego. Damals kann man sagen, er hat gewonnen, ich habe gewonnen. Aus meiner Sicht hatte PA den stärkeren Track, den härteren Track. Also meiner Sicht hat er gewonnen. Also die öffentliche Meinung war einfach etwas gespalten, aber so, wenn man ehrlich ist, sein Song war einfach besser. Und normalerweise hätte man das theoretisch nochmal austragen müssen. Aber da scheiße ich heute drauf, das interessiert mich nicht mehr. Sorry, bin da noch kurz richtig. Wie gesagt, ich habe heute kein böses Blut mehr. Ich kann ihn auch verstehen. Weil damals zu der Zeit war ja klar, aus unserer Richtung kommt Hurensohn, mach Hurensohn und hast du nicht gesehen. Und er musste sich halt irgendwie auf irgendeine Art und Weise darauf vorbereiten und absichern. Ich kann das verstehen heutzutage. Auch wenn die Absprache, sag ich mal, nicht eingehalten wurde, aber wie gesagt, also, er hat mit dem Schlimmsten gerechnet. Es kam dann vielleicht nicht. Aber ja, an sich haben wir auch gemeinsame Freunde. An dieser Stelle schöne Grüße an Munia Ali Khan und an seine Brüder. Auch Leute, die ich sehr schätze und respektiere. Deswegen kein böses Blut. Ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute. Und ja, was soll ich sagen? Das war alles kein leichter Schritt. Aber ich denke, das muss jetzt sein, einfach um sich zu befreien. Und ja, vielleicht sieht man sich eines Tages.